Erinnerst du dich an Tomasi, den Leiter der Kommunikation? Der Zischer, in den er verwandelt wurde, tauchte in der Isolation auf, beim Plattenspieler. Ich kümmere mich darum. Diesmal entkommt mir das Ding nicht. Ich hörte Berichte über seine spezielle Sprache und Betonung, wenn er die Geräusche des Zischens nachmachte. Die Unterschiede in Biologie und Verhalten zwischen vom Zischen befallenen Personen sind faszinierend. Ob ich diese Daten wohl kategorisieren könnte? Sie ist mit den Gedanken schon wieder woanders. Ich habe überall Präsentationen von Darling gesehen. Er steht gerne im Rampenlicht, was? Kaum zu übersehen, oder? Er kam persönlich vorbei, um mich an der Uni zu rekrutieren, hat meinen Physikkurs unterbrochen und gerufen, nicht ganz, Professor! Dann hat er sich vor die Klasse gestellt und sich über die bloße Vorstellung von sogenannten Gesetzen der Thermodynamik ausgelassen. Er war sein ganzes Leben eine Rampensau. Darling hat dich an der Uni besucht? Ja, er hatte einen meiner Artikel gelesen, wollte mich für die Behörde rekrutieren. Ich habe angenommen und dann jahrelang auf den Zugang zu den vertraulichen Forschungsdaten gewartet, die Darling mir versprochen hatte. Wenn ich ihn auf meine Zugriffsstufe hin anspreche, murmelt er, dass das vorübergehend verschoben wurde und fängt dann an, über die Wirkung von Entropie auf Glück zu philosophieren. Vor wem hat Darling seine Arbeit sonst noch versteckt? Marshall? Trench? Konntest du irgendwas über Dylans Zustand erfahren? Nur, dass er definitiv vom Zischen besessen ist. Aber der Sprechgesang macht das ziemlich offensichtlich. Interessanterweise bestehen die Worte der Spruchformel des Zischens durchschnittlich aus 4 Buchstaben. Das häufigste Verb ist willst. Es kommt 5-mal vor. Zeit gibt es 4-mal und durch 3-mal. Interessant, oder? Worte sind mir egal. Was ist mit meinem Bruder? Tut mir leid, ich bin vom Thema abgekommen. Komischerweise sehen seine Proben im Vergleich zu anderen getesteten Besessenen gesund aus. Das ist doch gut, oder? Ich wollte mit dir über die verrückten Dinge reden, zu denen ich fähig bin. Meine Kräfte. Die scheinen hier nicht sehr gewöhnlich zu sein. Gewöhnlich und ungewöhnlich sind in der Behörde keine wirklichen Maßstäbe. Aber zum Vergleich, Direktor Northmore hat einmal mit der Diskette eine Kegelkugel 5 Meter in die Luft geschleudert und das war eine große Leistung. Also bist du doch eher ein Überflieger. Ein Ausreißer. Das klingt doch gut. Ich sollte los. Lass dich nicht aufhalten.